Sind Sie okay? Ja, Commander. Glaube schon. Ich bin umgekippt. Leviathan hat sie übernommen, aber wir konnten rechtzeitig die Verbindung kappen. Leviathan selbst? Das ist unglaublich. Die Reaper sind an ihm ebenso interessiert wie wir. Ja, es sieht ganz danach aus. Vielleicht können Sie uns helfen, den Grund herauszufinden. Aber vorher habe ich schlechte Nachrichten. Nennen Sie mich Anne. Könnte Leviathan sich von den Reapern losgesagt haben? Nicht in den Orkusnebel zurückgekehrt sein? Ein Deserteur oder ein Überläufer? Ich rufe sofort meinen Vater an. Er muss das wissen. Anne, Sie müssen mir zuhören, okay? Ihr Vater ist tot. Es tut mir leid. Er ist... was? Tot? Das kann nicht sein. Wir haben ihn getroffen, um herauszufinden, was er wusste. Es gab einen Vorfall. Es gab einen Vorfall? Sie haben nicht als Erste die Kontrolle verloren. Der Assistent Ihres Vaters. Erst war er ganz normal. Und plötzlich schoss er auf Ihren Vater. Ich konnte nichts tun. Ich kann das nicht glauben. Wir müssen herausfinden, was hinter all dem steckt. Und nur Sie können uns helfen. Anne? Ich will sein Büro sehen. Wir arrangieren den Transport und treffen Sie dort. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Okay, geht klar. Also das Wichtigste, was wir geschafft haben, ist Anne da rauszuholen. Das war ja eigentlich auch das einzige Ziel, das wir hatten. Gut, das Artefakt mussten wir zerstören, aber wir haben ja noch eins im Labor. Von daher sollten wir eigentlich genug Anhaltspunkte haben. Sie hat ja gesagt, die Strahlung hängt damit zusammen. Also wir müssen eigentlich das Strahlungsmuster dann nachverfolgen können. Sie weiß ja, um welche Strahlung es sich handelt, die wir detektieren müssten. Omega von Bray. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talons die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagte irgendwas darüber, Kendras Andenken zu ehren. Ich würde ja sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihrem Standpunkt mit ein wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Ach komm, das sollst du doch auf Omega gewohnt sein. Seien Sie da draußen vorsichtig. Es gibt hier mindestens einen Batarianer, der nicht will, dass sie sterben. Bray. Doch sympathisch, ich mag den Bray, der ist nett. Commander? Okay, dann machen wir uns auch direkt zur Citadel auf und treffen uns mit Anne, um jetzt endlich herauszufinden, wie wir denn den Leviathan finden können. Momentan ja die ganze Zeit nur im Dunkeln getappt, jetzt können wir es auch endlich irgendwie auf vernünftigen Wege machen und da irgendwie hinkommen. So, jetzt können wir auch den Treibstoff mit einsacken, wunderschön. Und es geht langsam aufs Finale dieses DLCs zu. Bald werden wir wissen, was es mit dem Leviathan von Dies auf sich hat. Und ich habe ja schon verraten, es wird sich dabei um die Geschichte der Reaper auch mit ein bisschen handeln. Wir werden da ein bisschen mehr drüber erfahren und es geht weit in die Vergangenheit zurück. Wir haben ja schon gehört von Anne, der Leviathan ist viel, viel älter als Dr. Bryson dachte. Aber die Reaper sind auch sehr alt, ne? Hallo? Anne? Sind Sie hier? Commander, ja, tut mir leid. Es ist nur, das ist schwer. Natürlich. Sind Sie in Ordnung? Ich glaube nicht. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Mein Vater und ich konnten einiges nicht mehr klären. Ein Streit? Ja. Über etwas völlig Banales.
Eine Meinungsverschiedenheit, wie man einige der Exemplare aufbewahrt. Ich habe mich wegen was anderem geärgert. Ich weiß nicht mehr was. Und es dann an ihm ausgelassen. Es war so dumm. Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann, ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Na gut. Kann ich mir vorstellen, dass das heftig ist. Aber ich meine, nur weil sie im Streit auseinandergegangen sind, ist das doch nicht das Hauptgefühl, das du haben wirst, wenn du an ihn denkst. Das ist doch, wie du sagst, eine Banalität und nur an der Oberfläche das Letzte, womit du dich mit ihm beschäftigt hast. Aber ich sag mal so, die letzten Erlebnisse werden eh überbewertet. Das viel wichtiger ist doch das Hauptgefühl, das man mit jemandem verbindet. Wenn man mit jemandem tolle Erlebnisse, tolle Erinnerungen geteilt hat, das ist doch viel, viel wichtiger. Und ich meine, er ist dir ja wichtig. Warum sollte die Banalität dann das Bestimmende sein dabei? Ich bin immer noch erstaunt, wie es Ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen. Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Ich könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Nein, das ist anders. Egal. Wenn du meinst. Sprechen wir gleich nochmal mit ihr. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepathen. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Was Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Okay. Klingt spannend. Und was machen wir jetzt? Ich glaube, sie hat eine Idee. Wir folgen ihr einfach mal. Wir haben keine Energieemissionen von dem Artefakt festgestellt. Aber die Reaper konnten Leviathan mit dem Artefakt irgendwie verfolgen. Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroiden. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Sie sagten, Leviathans Kontrolle ähnele einem Quantenverknüpfungskommunikator. Aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt. Aber es ist ja kein natürlicher QVK.
Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den Quasi-QVK-Effekt zu erzielen. Und der lässt sich zurückverfolgen. Richtig, genau wie bei der Ausgrabungsstätte. Die Reaper haben das Signal zurückverfolgt, indem sie das Artefakt aktiviert haben. Mein Vater wollte zu der Ausgrabungsstätte, aber für lange Projekte wurde er langsam zu alt. Dass er deswegen im Labor festsaß, hat er gehasst. Er hätte fast meine Abschlussfeier verpasst, weil er unterwegs war. Er kam dann doch noch in seinen Forscherklamotten. Gott, er hätte es gehasst, hier zu sterben. Tja, aber was macht denn James hier mal so als Frage? Ich weiß es nicht so richtig. Was führt Sie hier runter, James? Hab gehört, Sie sind dem Reaper-Killer auf der Spur. Alles, was diesen Mistkerlen an Schrecken einjagt, ist einen genaueren Blick wert. Genau darauf hoffe ich. Hast du dir gleich das Ding unter den Nagel gerissen hier? Das ist ja direkt bei dir gelandet. Commander, sehen Sie dieses Ding? Das ist toll. Ernsthaft, geil. Ja, klar, finde ich auch super. Nimmst du es mit? Ah, oh, du Verdammte. Hey, Eddie. Ein Huskbiss verwandelt einen doch nicht in einen Husk oder sowas, richtig? Ich schlage vor, Sie tragen Medigel auf. Für so einen Mist verschwendest du unsere Vorräte hier, ist ja Wahnsinn. Wenn das Ding keinem gehört, könnten wir es doch mitnehmen. Sie wissen schon, zu Forschungszwecken. Na klar doch. Und als Spielzeug. Kannst ihn füttern oder mit ihm sprechen. Dies in ihre Kabine liefern, na klar. Also gut, aber erzählen Sie niemandem davon. Cool. Meinen Sie, Esteban würde mir erlauben, im Frachtraum Bowlingkegel aufzustellen? Musst du ihn mal fragen. Finde ich aber schön, dass wir jetzt dieses Ding einfach mit einsacken. Naja, irgendein Andenken muss man sich ja mitnehmen. Ich glaube, James ist auch wirklich bloß dazu da, damit wir das mitnehmen können. Okay, kümmern wir uns aber mal wieder um den Ernst des Lebens. Hier können wir noch nichts machen. Anne, wie sieht's aus? Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können. Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Sie meinen, er soll sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edie? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edie? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie, ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Edie, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben's gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Mann.
Anne? Anne, alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut, besser als nichts. Commander, ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Helfen wir erstmal ihn. Okay, wir haben unseren Anhaltspunkt und N, muss man mal sagen, war wirklich mutig. Ich meine, wir erinnern uns, wie das geendet hat bei dem Assistenten von Dr. Bryson. Der ist dabei dann quasi draufgegangen. Er liegt jetzt im Wachkoma, ne? Und sie hat sich freiwillig in diese Lage begeben. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir jetzt James gewaltsam daran gehindert hätten, den Schild wieder aufzubauen, könnte es sein, dass N dann auch ins Wachkoma gefallen wäre oder gestorben wäre. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich meistens gut spiele. Ich habe es auch schon mal auf Böse gespielt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Würde mich aber nicht wundern, wenn N dabei dann draufgegangen wäre. So, dann würde ich sagen, machen wir uns doch auch direkt auf zur Normandy und suchen mal nach dem Leviathan. Na gut, schauen wir mal, auf wie viele Systeme das Ganze jetzt eingegrenzt wurde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich nehme mal an, so 3 oder sowas werden es bestimmt sein, sodass wir dann auf gut Glück mal suchen müssen. Nach Leviathan scannen, hier hinten, Sigurds Wiege. Okay, da ist einiges dazugekommen auf Bahnsystemen. Sigurds Wiege hat man ja eigentlich schon zu 100% abgeschlossen, jetzt sind es nur 4/9. Okay. Ja, da sind ein paar Systeme dazugekommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach Lenal. Ich werde sowieso alle untersuchen, von daher ist es eigentlich egal, ob wir jetzt Glück haben oder nicht beim Suchen. Ist ja völlig Wumpe eigentlich. Ich habe etwas gefunden. Na wunderbar. Okay. Mal sehen, was wir hier Schönes finden. Noch ein paar verstärkende Sachen für unsere Kriegsaktivposten können nicht schaden. Suche erfolglos. Auf den Scans der Planetenoberfläche befinden sich keine Hinweise auf Leviathans Energiesignatur. Setzen Sie die Suche fort. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Okay, aber es gibt hier noch irgendwas. Wahrscheinlich wieder Treibstoff. Ach nee. Ach so, wir müssen ja alle Planeten untersuchen. Natürlich. Okay, dann wird es ja wahrscheinlich gar nichts zu uns geben, was wir irgendwie mitnehmen können, sondern es werden alles bloß mögliche Verstecke vom Leviathan sein. Dextrorationen. Ah, okay, es gibt doch noch was. Wunderbar. Das ist ja sehr schön. Damit hätten wir das System auch schon abgeschlossen, können uns von hier verziehen. Energiesprung erfolgreich. War das noch für eine Nebenmission auf der Citadel mit den Dextrorationen? Das kommt mir so bekannt vor. So, probieren wir es mal hier drüben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Okay, erstmal wieder der Außenplanet, falls die Reaper dann reinkommen, damit wir nicht direkt daneben stehen. Signal bestätigt. Okay, schauen wir nochmal kurz hier. Ne, hier ist nichts. Okay, Despoina. Haben wir hier vielleicht ein bisschen mehr Erfolg? Wie sieht's aus, Freunde? Hier. Suche erfolgreich. Die Scans zeigen Leviathans Energiesignatur an. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Und diese genauere Untersuchung... Diese Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan. Ja, diese genauere Untersuchung mache ich nach einer ganz kurzen Aufnahmepause mit euch. Bis gleich. So, jetzt geht's los. Schauen wir uns an, wer der Leviathan ist. Wen nehmen wir denn da mit? Wen nehmen wir? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch relativ egal. Ich nehme mal Jarvik mit. Ich nehme Jarvik einfach gerne mit. Und ja, Garrus. Klar, nehmen wir mal Garrus mit. Warum nicht? Los geht's. Bei Garrus haben wir bestimmt ein paar Punkte auszugeben. Wobei, ich bin, glaube ich, ein Level aufgestiegen, ne? So
Von daher haben wir generell wieder Punkte auszugeben. Gut, gehen wir hier mal ein bisschen auf die Nova. Aber ich kann ja sowieso bloß die zweite Stufe machen. Gut, bei Garrus gibt es ein bisschen mehr mit der panzerbrechenden Munition, Gesundheits- und Panzerungsschaden, Munitionskraft. Ach, pff, nö. So, Munitionskapazität, Kopfschussschaden. Gehen wir mal hier drauf. Gesundheits- und Panzerungsschaden oder Deckungsdurchschlagskraft der Munition. Ich glaube, ich gehe mal hier drauf. Okay. Hat Garrus noch 2 Punkte? Können wir noch einen auf so eine Annäherungsmine geben? Bei Javik wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Nee, natürlich nicht. Okay, dann kann's losgehen. Auf zum Leviathan von Dis. Cortez, was sagt die Sonde, die wir losgeschickt haben? Ich bin dran, Commander. Wir haben die Bestätigung, dass Leviathans Signal von diesem Planeten kommt. Hab gehört, wie Anne uns geholfen hat, ihn zu finden. Gruselig. Man fragt sich schon, was uns da unten erwartet. Ein Reaper-Killer. Nur das zählt, selbst wenn er nicht gefunden werden will. Er hat keine Wahl mehr. Wir sind hier. Stimmt. Und jetzt? Seine Methoden sind hart. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich Hilfe von einem Reaper wollen. Niemand will Freundschaft mit ihm schließen, aber wenn das Ding die anderen Reaper beunruhigt, brauchen wir seine Hilfe. Commander, neue Daten von der Sonde. Sie hat Leviathans Position eingegrenzt. Und es wird ihr nicht gefallen. Nur raus damit. Da ist nichts außer Ozean. Es gibt eine Konzentration von Objekten an der Oberfläche, aber die Sonde ortet das Signal darunter. Weit darunter. Unter Wasser? Sieht so aus. Das Shuttle müsste aber trotzdem hinkommen. Na, herzlichen Glückwunsch, hier sieht's ja traumhaft aus. Das Kodiak hält laut Hersteller 1000 Atmosphären aus. Ich hab's aber nie selber getestet. Wir werden es wohl rausfinden. Status! Ein Impuls hat uns getroffen! Die Systeme fahren runter! Gut festhalten! Ich glaube, der Kodiak bringt uns nirgendwo mehr hin. Schon Schlimmeres überlebt, Commander. Was ist mit dem Shuttle, Cortez? Ich versuche gerade, die Energieversorgung wiederherzustellen. Verstanden. Wir sehen uns um. Sehen Sie sich das alles an. Wie viele sind wohl schon wegen dieses Impulses gestrandet? Könnte Leviathans letzte Verteidigungslinie sein. Auf Shuttle-Reparatur warten. Ja, ich hatte es schon mitgelesen, als wir jetzt den Planeten betreten hatten. Ich hatte nur die ersten Zeilen gelesen. Es stand auch mit da, es ist nur ein kürzlich entdeckter Planet, also ich wahrscheinlich... Sagen, ich erkenne keines dieser Schiffe. Ja. Wie lange sind die wohl schon hier? Wahrscheinlich sind alle, die diesen Planeten entdeckt haben, auch sofort vernichtet worden. Deswegen hat man lange nichts davon gewusst. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Reine E-Zero-Proben für uns. Also hier gibt es auch wieder Zeug zum Sammeln. Schauen wir uns mal um hier. Alt genug, um nicht zu stinken. Und das will was heißen. Datapad Log, Datapad Log, Atom Brooks. Die Hülle wird halten, sagen sie zumindest. Welcher Gott auch immer über die E-Zero-Prospektoren wacht, hat seine Hand über uns gehalten. Obwohl die Wasserlandung von einem gewaltigen Krachen begleitet war, verdrängt die MSV Monarch genug Luft, um nicht unterzugehen. Wir alle sind dankbar, noch am Leben zu sein. Captain Pratt hat sogar den Champagner rausholen lassen. Ich schätze, das hilft, die richtige Sichtweise zu bewahren. Die große Frage ist, was unseren Absturz überhaupt verursacht hat. Kunshan sagt, es sei kein Blitz gewesen, sondern eine Art von Impuls. Eine zielgerichtete Energiewaffe wäre eine Möglichkeit, aber wo sollte sie hergekommen sein? Es gibt keinen Funkverkehr. Der ganze verfluchte Ozean ist vollkommen still. Heute Abend versuchten die Techniker, die Energie umzuleiten, um die Masse zu verringern, bevor die Triebwerke gezündet werden. Wenn alles gut geht, sind wir in 24 Stunden wieder in der Luft. Ich glaube, es ist nicht alles gut gegangen. Nur so eine ganz kühne Behauptung, Vermutung. Oh, eine neue Waffe. Sehr schön.
Also gibt es wirklich viel für uns zu sammeln. Wir sollten hier einen genaueren Blick in die Umgebung werfen. Könnte helfen. Auch die Erkundungsdaten mit dem Geld. Sehr gut. So, hier hinten ist nichts, okay. Und ich hatte gerade schon gesehen, hier in diesem kleinen Verschlag, da ist ein Artefaktfragment drin. Shepard, da ist so ein Artefakt. Oder auch kein Artefaktfragment. Ich würde sagen, wir machen es lieber mal. Oh shit! Ich mach's lieber mal kaputt hier, das Ding. Kann nicht schaden. Ach du Kacke. Ein direkter Reaper-Angriff. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es mal wieder geschafft. Gibt's denn hier auch sowas? Ich gehe auf jeden Fall mal. Ja, hier gibt's auch sowas. Ich gehe auf jeden Fall mal hier in Deckung, wollte ich schon sagen. So, machen wir die mal alle kaputt. So ganz nebenbei. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Aber wir machen es einfach mal. Oh shit. Ja, bin dabei. Und weg auf den Ozean mit dir. Verdammt nochmal. Meine Güte. Okay, möchte vielleicht jemand mal irgendeinen Flächenangriff machen? Hahaha, schön. So habe ich mir das doch vorgestellt. Also die Annäherungsmine, die kann sich schon sehen lassen. So, du kannst dich gleich wieder verziehen. Ich komme mal zu euch rüber. Lass dir Zeit, passt schon. Ich hab Spaß. So, ich komme mal zu meinem Husk-Freund hier runter. Oh, was? Ach, von da hinten. Alles klar. Na dann. Wenn's weiter nichts ist. Okay, helfen wir doch mal kurz Scarus auf. Wow! Hallo! Na, was ist denn hier passiert? Wo kam denn der jetzt her? Ach du Schande. Oh, geh mal hier weg, bitte. Es kam was dazwischen, so. Bei mir kommt auch gerade immer was dazwischen hier. So. Den hätten wir. Hier drüben kommen wir eh nicht weiter. Okay. Weg mit euch da oben. Wer hat euch denn erlaubt, da oben rumzuspringen? Okay, den hat's erwischt. Ich glaube, wir sollten so langsam die Oberhand gewinnen, oder? Wenn jetzt das Kodiak auch noch mitschießt. Wer wirft denn hier mit Handgranaten? Die Treffergenauigkeit war auch schon mal besser. Oh, hallo. Komm, bleib liegen. Ich habe gerade hier noch was gesehen für mich. Ich habe noch einen Puls getroffen. Ich verliere die Kontrolle. Ach, du Schande. Verdammt. Cortez hat Schwierigkeiten. Tu ihm. Ja, wir sind dabei. Auf nach drüben. Jetzt kommen wir ja auch durch, endlich. Okay. Ich glaube, der könnte Garrus mal wieder mit seiner Annäherungsmine was machen. Aber ich glaube, die hat nicht so richtig funktioniert, ne? So, ich würde gerne mal zu euch vorbeikommen hier. Gut. Läuft doch. Okay, das war's. Gute Arbeit, Commander, aber es gibt da eine Entwicklung. Wir müssen reden. Eine Entwicklung? Das klingt gar nicht gut. Ich glaube, es gibt da ein kleines Problem mit dem Kodiak. Würde mich zumindest nicht wundern. Okay, da drüben ist noch was, sehe ich. Hier ist die Annäherungsmine gelandet. Siehst du mal, kann man die eigentlich zerschießen? Nee, okay. Gut, dass er nicht explodiert, wenn wir uns annähern. Okay.